Ja, und die Anlage selber, die ist natürlich viel älter. 64 waren die ersten Olympischen Spiele hier. Stadion und dann das Olympische Dorf, das sind die hohen Blockbauten draußen auf der rechten Seite. Sind sie, die Gewinner. Ja, der Rekord wird leider von einem Deutschen gehalten, keine Schweizer. Der Hannawald nach wie vor, das sind die leichten links-rechts-roten angezeichneten Linien. Wenn man anschaut, der ganz grün fängt an, die alten Hauling 1953, das war der Beginn von der Vier-Schanzentournee. Gell? Und wenn wir uns mal anschauen, die Ausrüstung noch, die sind noch sprungen ohne Helm, gell? Die haben nur Mütze auf, nicht einmal Brillen haben die gehabt. Da sieht man gerade gegenüber liegen die Gondel, die hinaufführt zur Seegrube und dann hinauf zum Hafen. Hier stürzen sie sich in die Tiefe und zwar mitten in Innsbruck werden sie landen. Also es scheint so, wenn man runterschaut, man sieht überhaupt nicht, wo die Schanze aufhört und die Stadt anfängt. Spannend finde ich doch, dass da gerade die Kirche im Blickfeld ist und der Friedhof. Muss ein komisches Gefühl sein, hier loszuspringen. Also ich könnte es nicht.